Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Heute geht es um ISO 222. Los geht's! Dieses Video wird präsentiert von MF627, vielen lieben Dank für deine Donation, für deine Unterstützung bei der Produktion dieses Contents. An alle anderen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, setzt die Glocke, damit ihr hier nichts mehr verpasst, wenn es um folgende Themen geht, die Zukunft. SWIFT etc., jetzt wird begonnen, immer mehr Gas zu geben. Dieses Wochenende wird hier im ganz großen Stil ISO 222 implementiert. Und jetzt denken natürlich viele, ja, wir sind ja investiert, jetzt ich zum Beispiel als XRP-Halter, wir sind investiert in ISO 222 zertifizierten oder auch konformen Coins. Und jetzt geht es durch die Decke. Bad News? Nein, es wird nichts passieren an den Kursen, das ist meine Meinung, von allen ISO 222 Coins. ISO 220 hat jetzt erstmal nichts zu tun mit Geldtransfers wie On-Demand Liquidity eben von Ripple. Und da, um das noch viel besser zu erklären, gehen wir mal in einen Thread von Panos. Panos hat eben vor, ihr seht es, 15 Stunden einen Thread rausgelassen. Was passiert am 20. März und wird es Ripple, XRP und andere Kryptos beeinflussen? ISO 222 ist ein Nachrichtenformat und eine Geschäftssprache, die 2004 entwickelt wurde. Dieses Format ist für Instant Payments und die allgemeine Modernisierung der Zahlungsprozesse von entscheidender Bedeutung. Wohlgemerkt nochmal wiederholt, es wurde entwickelt 2004. Am 20. März werden grenzüberschreitende Zahlungsnachrichten über SWIFT auf ein ISO 222, in Zukunft kürze ich das jetzt ab mit ISO, basiertes Messaging umgestellt. Es ist der Beginn einer mehrjährigen Koexistenzphase von MT- und MX-Formaten, die es Banken ermöglichen wird, bereits jetzt von den reichhaltigeren, strukturierten Daten des XML-Standards zu profitieren. Alle Banken im SWIFT-Netzwerk müssen bis spätestens November 2025 auf ISO umgestellt haben. Was passiert also am 20. März? Eigentlich nichts. Nur der Beginn der Migration, die über 2 Jahre dauern wird, und es ist eben für die SWIFT-Mitglieder. Ist es mit Ripple und einem anderen kryptobezogenen Unternehmen bzw. Projekt verbunden? Nein. ISO ist seit vielen Jahren live und seit 2017 im Ripple-Net integriert. Wird es Ripple oder XRP beeinflussen? Nein, nicht so, wie manche Menschen glauben. Aber diese Migration kommt der gesamten Zahlungsbranche zugute. Es bedeutet eine größere Interoperabilität zwischen verschiedenen Zahlungssystemen und einen verbesserten Datenfluss. Davon profitieren alle Anbieter wie SWIFT, Ripple und Co. Zur Erinnerung. ISO ist einfach eine Anleitung zum Schreiben von Zahlungsnachrichten. Es hat nichts mit der Abrechnung selbst oder einem Vermögenswert in einem Netzwerk, einem Unternehmen, einem Projekt an sich zu tun. Hier unten ein schönes Schaubild nochmal, gehe ich nochmal drauf. Über das Verhältnis von ISO und der Abrechnung. ISO ist ein Nachrichtenformat und eine Geschäftssprache, die 2004 entwickelt wurde. ISO-Nachrichten sind für Instant Payments und die allgemeine Modernisierung von Zahlungsprozessen von entscheidender Bedeutung. Hier hake ich jetzt mal ein. Was bedeutet das jetzt? Die ganzen alle Zahlungen werden dann irgendwann spätestens 2025 über ISO 222 eben begleitet. Jede Zahlung hat dann ein ISO-Message dabei. Da steht dann drin in Computersprache. Da steht zum Beispiel, von wem das Geld kommt, wie ist die Abrechnung, welches Abrechnungsformat, denn wie bereits gesagt, sind da verschiedene Zahlungsanbieter natürlich dann auch involviert, ob das nun SWIFT ist oder Ripple oder Stellar Lumen. Dieser Code hat dann enthalten, zum Beispiel, über wen es abgerechnet worden ist. Wenn es also über SWIFT abgerechnet ist, dann steht da irgendwie im Computersprache SWIFT. Und dann wissen
alle Programme, okay, so und so wird es abgerechnet. Und das ist ISO 222, was natürlich alles extrem beschleunigt. Bitcoin Dani hat heute ein extrem geiles Video rausgehauen. Geht da mal bitte drauf, wenn ihr das sehen wollt. Da geht es nämlich um die CBDCs und die Verbindung zwischen CBDCs und ISO 222. Ich teile zum Schluss seines Videos auch seine Meinung, dass da irgendwas passieren muss wegen der CBDCs, damit die halt dann eingeführt werden können unter Zuspruch uns, Retailern und Normalos. Ja, aber weiter. Was bedeutet es jetzt im Fall von Ripple? Dieses Messaging-System ist seit Jahren im RippleNet, im On-Demand-Liquidity-System integriert. Das bedeutet, dass jetzt schon alle Transaktionen mit ISO 222 stattfinden, wie es die Chinesen übrigens schon seit, glaube ich, fast 10 Jahren tun. Kann man mal drüber nachdenken. FedNow, jetzt mit Beginn dieses FedNow, das ist dieses praktisch Echtzeit-Zahlungssystems innerhalb der Vereinigten Staaten. Es hat noch nichts mit Cross-Border zu tun. Auch die werden ISO 222 konform sein. Das ist Startschuss-Vorbereitung für den digitalen Dollar. Kann mich niemand davon abbringen, das ist meine Meinung. Bargeld wird irgendwann mal einfach weniger. Ripple hat also ISO bereits mittendrin im ODA-System. Und wir hatten allein im letzten Quartal 2022 hatten wir 106 Millionen Transaktionen. Und die waren alle ISO 222 nachrichtsbegleitet. Okay, das bedeutet für uns alle Investoren, es wird sich am Kurs jetzt erstmal nichts tun. Das ist die Geschichte, das ist ein ganz normaler Vorgang in die Zukunft. Und deswegen finde ich das so spannend, denn XRP schon seit Jahren mit ISO läuft. Swift jetzt, ein paar Jahre später, beginnt es jetzt zu implementieren. Bis 2025 wird es implementiert sein. Dann wird es keine Transaktion mehr geben, die ohne dieses Messaging-System läuft. Das muss uns gewahr sein. Und es ist der erste Schritt in eine digitale Zukunft mit Nach- und Vorteilen. Die Vorteile für uns als XRP-Investor sind natürlich die, jetzt kommen wir zu den Good News. Ripple ist extrem stark positioniert. Und wenn wir uns diese Positionen angucken, wo Ripple überall ist, wo überall sitzt und mit wem die im Gespräch sind, und zwar weltweit, dann können wir sehen, wohin die Reise geht. Das ist natürlich eine Mittel-Langfrist-Aussicht jetzt. Ja. Es hat jetzt aber auch gar nichts mit der Klage zu tun, wohlgemerkt. Das ist jetzt der nächste wichtige Schritt, dass die Welt jetzt das einführt, was Ripple seit 2017 bereits tut. Also, und seit 2017, wir sehen, wie sie sich positionieren, wo sie überall sind. Ach, ich bin richtig guter Dinge. Und dann wird natürlich Ripple mit seinen Systemen ein schönes Stück vom Kuchen abkriegen. Da bin ich weiterhin davon überzeugt. So viel zu ISO. Nichts erwarten bitte. Was ich viel eher erwarte, dass der Kurs irgendetwas tut, das ist immer noch das summarische Urteil von Richterin Torres. Könnt es vielleicht nicht mehr hören, aber lasst uns ehrlich sein, Leute. Ich schaue jede Nacht nach, ob irgendwas veröffentlicht ist. Und sobald das geschieht, werde ich mich hinsetzen für euch und werde es mal dann durchgucken, denn ich bin, wenn ich alles betrachte, komme ich immer mehr zu dem Thema eines Settlements. Ich habe gestern im Livestream gesagt bei Kevin, KSNC Crypto, übrigens danke an alle Teilhaber, es war Riesenspaß, hat sehr viel Spaß gemacht, habe ich eben auch gesagt, dass es auch bis zum Supreme Court geben kann, wenn die SEC jetzt durchbrennt, ja, keine Ahnung. Aber Gary Gensler und seine SEC bekommen jetzt von einem Richter nach dem anderen einen zwischen die Hörner. Und wenn die anderen Bezirksrichter schon so urteilen, dann möchte ich definitiv dringend das Urteil von einer Bundesrichterin lesen, die das alles jetzt seit 2 Jahren eben um die Ohren hat. Und wie die dann reagieren wird, da werde ich euch informieren. Bleibt dran, abonniert den Kanal. Das war es jetzt mal von mir. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Die Temperaturen gehen nach oben. Unser aller Temperatur ist eh schon am Siedepunkt, wenn wir das so betrachten. Ich bin da ganz bei euch. Und von Herzen, wer die Zeit bleibt gesund. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.
you